Jetzt 250 Punkte. Wow, boah, geil. Wir sind die Stars. Wir haben es tatsächlich bis in die Goldliga geschafft, Kirby. Wahnsinn. Hm, auch von mir Glückwünsche zu deinem Erfolg, Kirby. Meta Knight! Du nimmst auch am Turnier teil? Korrekt. Ich nehme teil, um meine Stärke zu beweisen. Und wer weiß, vielleicht machen mich die Kämpfe noch viel stärker. Doch bisher war es ein Trauerspiel. Diese Kopien sind einfach lachhaft. Doch du, Kirby, du wirst mir einen Kampf liefern, der mir würdig ist. Dann zeig mal, was du drauf hast, rosa Kugel. Enttäusch mich nicht. Sonst werde ich zum neuen Champion dieser Liga. Also ich nehme an, Meta Knight ist unser nächster Bosskampf. Gegen Meta Knight kämpfen klingt ganz schön heftig. Ich hoffe, der enttäuscht mich nicht wie die anderen. Hi. Die Goldliga erwartet uns mit 300 Punkte, okay. Eine Fahrt mit dem Erzexpress auf die Plätze fertig Flaggenball und Auftritt der Schockpanzer. Oh je, Motorrad mal wieder. Okay, dann machen wir das nächste Spiel, Erzexpress. Bin gespannt. Wirf Erz in Containerwagen im Launenland. Wirf so viel Erz in die Wagen wie möglich. Es gewinnt, wer die meisten Punkte erzielt, wie immer. Wirfst du Erz in einen goldenen Containerwagen, erhältst du dafür die doppelte Punktanzahl. Okay. Ich weiß nicht, was ist die beste Fähigkeit? Nehme ich nehme mal Speer. Wir haben sogar Waddle, die Assistent auf unserer Seite. Ja, dann habe ich kein Problem. Also, wenn der an meiner Seite ist, kann ich gar nicht verlieren. Im Launenland. Pah! Erzexpress, okay. Ich bin gespannt, wie du spielst. Wir nehmen einfach ein Erz und werfen es rein. Es scrollt dämlich. Okay, dann schnappe ich mir jetzt das hier. Okay, es ist einfach ein normales Sammel-Apfelspiel, nur dass du jetzt halt... Waddle Dee, bitte wirf mal bitte dein Erz rein, okay? Wurde gerade gestoppt. Also unsere Gegner sind jetzt schon härter. Und damit habe ich den Ninja schon mal rausgemacht. Kommt jetzt ein Goldener, bitte? Ja, 13 zu 7. Ja, das finde ich... Es ist knapp, aber... Oh, hi, Ninja. Kann bitte ein Goldener kommen? Hallo, nächster DDD Express. Waddle Dee, bitte streng dich an, okay? Ich will nicht gegen die verlieren. Das Gute an dem Spiel ist auch, du siehst nicht die Ergebnisse. Ja, den nehme ich mal mit. Also du siehst nicht die Ergebnisse deiner Gegner zum Beispiel, weil das ist halt... Das macht spannend. Nein! Wer hat ihn reingeworfen? Kann Schwert bitte sterben? Was sind wir? Okay, 32 zu 17. Das ist trotzdem knapp. Letzte Chance. Ich muss mal Ninja aufhalten. Oh, sogar zwei. Nein. Boah. Also ich glaube, wir haben gewonnen. Also ich habe es relativ gut gemacht. Ja, da haben die ein bisschen noch abgesahnt, aber... Wir haben den Goldenen mehrmals erwischt. Wir haben mehrere Erze in den Zweierwagen gestoßen. Mit 69 Punkten natürlich, wie auch sonst. Wir sind natürlich Sieger. Die
die Goldliga. Ist bis jetzt noch kein Problem. Sie dauert nur länger. Dadadadab. Sogar schon erweitert. Obwohl das gar nicht nötig war. Quizshow. Spezialpower im Kampf, gewinnen den Kampf. Peitschen, flinke Antworten. Machen wir aber später. Auf die Plätze, fertig. Flaggenball kommt als nächstes. Was ist Flaggenball? Für ein interessantes neues Spiel. Ui. Neulingsstrand. Ziele auf die blaue Flagge. Trifft der Ball die blaue Flagge, gibt es einen Punkt. Das Team, das 7 Punkte hat, gewinnt. Also es ist so wie Fußball oder sowas in der Art, würde ich sagen. Die Flagge tragen. Ach, das kann man. Fällt die Flagge auf eine tiefere Ebene, kannst du sie dir schnappen und damit herumlaufen. Oh, und damit Punkte. Im weiteren Spielverlauf erscheint sogar eine Doppelflagge, die dir doppelte Punkte einbringt. Okay. Ich würde sagen, wir nehmen mal wieder Schirm. Könnte ein Nachteil für uns sein. Kann schon sein, dass es ein Nachteil für uns ist, aber... Ich probiere es trotzdem. Im Flaggenball. Piu, 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 piu. Bah. Entschuldigung, ich muss diese Geräusche machen. Das ist unsere Flagge. Wir müssen den Ball einfach nehmen. Mit R? Okay, es ist einfach nur R drücken. Okay, dann. Oder kommt es auf die Farbe an? Ui, Tor! Das ist schon cool. 1-0! 1-0 für die! Mann, oh Mann, das ist voll doof. Okay, aber schon fair gehalten, dass natürlich die dann den Ball wieder bekommen. Deswegen töte ich sie mal kurz. Mit schöner Strandmusik. Da wurden wir jetzt gerade angegriffen des Todes. Da hat mich der Käfer erwischt. Waddle, schnapp ihn dir. Bam! Basketball, Slam Dunk. Heißt das so? Ich glaube schon. Das ist auch ein cooles Spiel. Fertig. Yeah! Dann schnapp ich mir mal kurz den Ball. Oh, das war dämlich von mir. Tut mir leid, aber Kämpfer, gib den Ball her. Kämpfer, nein. Nein! Das ist auch ein cooles Spiel. Also es gibt Variationen, alle nach demselben System sich selber schlagen. Also gegenseitig schlagen, nicht selber. Kannst du bitte weggehen? Hey, das hat voll getroffen. Das hat wirklich voll getroffen. Man muss da echt genau sein. Ah, die Musik ändert sich jetzt auch. Oh. Okay, jetzt wird's gefährlich. Fertig. Yeah. Nein, die nehmen unsere Flagge. Das war jetzt sehr chaotisch. Sogar zwei Flaggen gibt's für uns. Yeah! Bam! Doch, das Spiel mag ich auch. Also irgendwie alle Spiele sind lustig und toll. Vorbei! Ja! Wir spielen jetzt Flaggenball. Ich rede genauso eintönig wie der Kerl, der das Spiel spricht. Und der Sieger ist Kirby. Das war ein Sieg. Ich freue mich. Och, jetzt muss ich mich ärgern. Da-da! Ja, Hammer ist eine gute Fähigkeit. Kann man auch mal gleich ausprobieren. Was machen wir jetzt? Bonkers war es jetzt oder? Ne, Motorrad kam jetzt. Motorrad. Drei Peitschen, vier Gewirr. Das klingt alles anstrengend. Bin gespannt.
Gut, dann kommt jetzt wieder Motorrad und ich würde sagen mit Hammer diesmal. Mit Hammer. Mit der Hammerfähigkeit. Rasende Rabauken. Pow. Zumindest keine Mission. 1 Minute 30 Sekunden haben wir Zeit. Let's go. Schlag ich mal meine Rivalen. Komm her! Ja, okay. Hammer aufladen wird schwerer, weil man dafür sehr nah rankommen muss an seine Gegner. Aber dafür haut das rein. Und damit Mr. Käfer. Oh, der kann schießen! Den zu erwischen ist schwer. Aber der kann schießen. Das ist auch cool. Das ist ein neuer Käfer. Also neuer. Neues Motorrad. Rad. Raddingens. Fahrzeug. Ich muss mal an deine Waffe reinkommen. Dankeschön. Jetzt muss ich mal das Ding ausprobieren. Okay, man kann schießen mit B wahrscheinlich. Okay. Ah, dafür ist es schneller aufgeladen. Dann nutze ich das mal ein bisschen aus. Ah, ich muss aber sagen, Motorrad gefiel mir ein bisschen mehr. Ich erwisch's nicht. Was gerade die beiden das haben, macht mir ein bisschen Angst. Ah! Oh Gott, das ist ein Chaos. Der Grüne macht mir Sorgen. Stirb! Auch da muss ich sagen, ich liebe die Abwechslung. Die Abwechslung, dass es mal nicht das Motorrad ist, sondern mal ein anderes Gefährt. Gefällt mir. Gefällt mir. Wir haben 70 Punkte schon da, noch 230 und ein Interview mit Waddle Dee. Boah, was? Bist du erst in der Goldliga, strömen dir die Fans scharenweise zu. Hier spricht Waddle Dee von WDL live mit einem Exklusivinterview. Alle Welt blickt gespannt auf diese zwei Kämpfer. Was für ein Team. Glaubt ihr, Meta Knight wird fair kämpfen? Habt ihr große Angst? Also Meta Knight kämpft eigentlich immer fair. Also in den Kirby-Spielen hat er immer ein Schwert gegeben. Kämpft ihr um Ruhm und Ehre oder nur um diesen riesigen Kuchen? Kuchen. Kuchen. Da sind die beiden sprachlos. Hä, nein. Nun, wir schauen später nochmal vorbei. Ja gut. Noch mehr Liga. Also hier ist die Auswahl schon riesiger. Boah, 45 Punkte für 3 Kämpfe. Ist schon eine Menge. Okay, Peitschen, flinke Antworten. Habe ich keine Angst. Also ich mag ja die Peitsche und gerade das Spiel mag ich sehr. Köpfchenkampf mit der Peitsche. Bam. Lichtstäbchen, Lichtstäbchen. Greift deine Gegner an. Okay. Gibt schwerere Sachen. Da habt ihr versagt, da. Habt ihr versagt, das ist ein Punkt für mich. Das ist schwer, ich war nie gut in Mathe. Was ist denn 6 plus 3? Wow, also ihr seid wirklich schlecht. Trage 3 Äpfel. Auch das ist kein Problem. Es
Das Problem ist, bei Trage drei Äpfel ist ziemlich schwer, die Gegner da zu behindern. Du kannst eigentlich nur die Äpfel nehmen. Wir sind kurz vor dem Sieg. Vorsicht vor der Explosion, was Neues. Okay, dann schnapp ich mir das mal und los war da hinten. Also da geht es mir wirklich mehr darum, selber vorsichtig zu sein. Antwort ist einfach. Wie viele Äpfel sehe ich? 4 Stück. Ich muss einfach nur auf der Antwort weiterstehen. Ja. Ich habe den Blauen ein bisschen gemobbt. Auch ich hab da gewonnen, nichts hält mich auf. Wirklich, bis jetzt hält mich nichts auf. Also ich finde es schon, bis jetzt ist es noch angenehm vom Schwierigkeitsgrad her. Ich warte noch, ob es in die Kurve kommt, wo ich mir denke, oh scheiße, das ist so schwer. Jetzt holt erstmal diese Dreier-Herausforderung. Oh, was ist da los? Ist dir ein Kampf zu schwer? Probier eine andere Spezialpower aus. Ich weiß. Jetzt machen wir diesen Dreierkampf, der 45 Punkte gibt. Ist schon eine Menge, schon eine Menge. 45 Punkte ist halt nichts, obwohl das auch viel gibt. Na, wir machen das hier mal. Wir machen ja an sich eh alles, also. Ja, Köpfchenkampf können wir gerne mal. Können wir wieder mit Ninja spielen? Machen wir ja nie. Also. Wir spielen den jetzt Ninja. Köpfchenkampf im Dreikampf getümmelt. Mit Lichtstäbchen. Wee, wee, wee. Start. Greift dann der Gegner an. Okay, als Ninja ein bisschen schwerer natürlich, aber. Gut. Haben alle leider hinbekommen, außer der Gelbe. Der Gelbe wurde halt total gemobbt wahrscheinlich. Aber ist keine Herausforderung. Stell dich auf die Antwort. 2 plus 1. Mathe ist immer. Ach, warte mal, das war mein Alter. Ich bin 3. Ha, verdammt. Schon wieder alle außer der Gelbe. Ich darf mir jetzt keine Fehler erlauben. Ich sehe 4. Nein! Schon wieder nur der Gelbe nicht. Ich muss die anderen mal rausnocken, aber ich kann das nicht mit der Ninja-Fähigkeit. Trage 3 Äpfel. Da kann ich was machen. Da kann ich die ein oder anderen aufhalten. Scheiße! Haben ja alle geschafft. Ich war fast derjenige, der es nicht geschafft hat. Die Ninja-Fähigkeit macht mir ein bisschen mehr Probleme. Da muss ich auf Glück hoffen. Ich darf jetzt nicht versagen. Nein, ich wurde erwischt. Grün, lass dich erwischen. Die Ninja-Fähigkeit ist schuld. Ja, was heißt denn nichts? So. Ich habe das natürlich gemacht, um Spannung reinzubringen. Natürlich. Windegänge. Wer das meiste Erz hortet, gewinnt. Und da gehe ich auf Peitsche. Oh Mann, das ärgert mich. Hätte ich nur nicht Ninja genommen, weil mit Ninja kann ich gar nicht umgehen. Muss ich mir merken, Ninja gar nicht mehr nehmen. Ich dachte, ich mache mal ein bisschen Herausforderung, weil ich das nicht brauchen werde und dann. Ich stamme mal Bumerang.
Die machen mich echt fertig. Ich muss sagen, jetzt machen die echt, machen die schwer. Ich muss ein bisschen aufpassen, dass keiner kommt. Oh, den einen habe ich zumindest noch bekommen. Wie viele... Ach, der blaue ist aber echt hart. Ich muss auf den blauen ein bisschen aufpassen. UFO? UFO! Nein, 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 nein. Nein, nein. Wir wurden alle weggenommen. Oh, ich brauch den goldenen. Und jetzt muss ich abhauen. Und Zeit schinden. Nein, mein goldener. Nein. Mann, der Gelbe, lass mich mal in Ruhe. Ich hab dir nichts getan. Ist mir scheißegal. Den Gelben, in den Goldenen mache ich jetzt aber nichts rein. Okay, ich mach doch was in den Goldenen rein. Oh, und den Boomerang-Typ bringe ich jetzt auch um. Ja, hört auf, euch zu streiten, das bringt nichts. Oh, vor dem Spiel habe ich auch Angst. Puh. Ja, es kommt aber der normale Schwertkampf, dann mache ich den fertig. Den grünen war das, oder? Ja, vor dem muss ich einfach aufpassen. Schwert, mach ich platt, ich besieg den voll. Bam, 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 bam. Kampfarena im Dreikampf getürmelt. Pow! Ich habe gegen meinen Tisch geschlagen, also gegen den Tisch von Teddy. Let's go! Ja, also jetzt ist es schon schwerer. Jetzt muss ich nur noch Boomerang erwischen. Ja, doch, mittlerweile werden sie auch hier schwerer, muss ich sagen. Alles nur, weil ich Ninja genommen habe. Nur, weil ich Ninja genommen habe. Das wäre ein perfektes Ergebnis werden können, aber nein. Ninja. Ninja war wieder das Problem. Naja, den Sieg habe ich. Das ist das Wichtigste. Ärgert mich trotzdem ein bisschen. Wir haben die nächste Markierung erreicht und haben Doktor... Oh nein. Doktor ist auch nicht so toll. Natürlich haben sie noch ihre Aufträge erweitert. 20 müssen es sein. Ich glaube, da kann ich mal Doktor probieren. Naja... Also es geht schnell voran tatsächlich. Die Mission geht mal relativ viele Punkte. Das ist okay. Ich probiere den Doktor mal aus, auch wenn ich denke, der wird nichts für mich sein. Der wird definitiv nichts für mich sein. Da, da, Raumfahrtzentrum. Da, 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 bam. Piau. Ja, ich muss nur 20 hinbekommen. Das ist nicht so schwer. Ich muss nur gucken, wie der Doktor kämpft. Der wird mit Pillen, das ist immer gut. Wie ist der Aufladerangriff?
Okay, man kann Gegner einschläfern. Mehr oder weniger. Oh, den schnapp ich mal kurz, danke. Bitte mal darüber. Ja, also die 20 zu erreichen ist das geringste Problem, würde ich sagen. Arschloch. Was fällt ihm ein, das zu machen? Ha, nee. Explodier noch! Hahaha, ich bin so fies. Hab ich den Gelben wirklich zerstört? Der Gelbe tut mir leid. Doch, war schon schwer. Also die Doktorfähigkeit ist auch nichts für mich. Aber das weiß ich. Man erkennt halt auch schnell, welche Fähigkeiten für einen was sind und welche nicht. Also, gerade wenn man die alten Kirby-Spiele oder andere Kirby-Spiele gespielt hat, weiß man halt, Doktor war nie was für mich. Ich mochte Doktor noch nie wirklich. War nie was für mich. Gibt welche, die können damit gut umgehen. Meins war es nie. Gibt zumindest einen fleißigen Punkt an im Schub. 180 von 300 haben wir schon. Gar nicht so leicht in der Goldliga-Punkte zu sammeln, stimmt's? Aber früher oder später werden wir wohl gegen Metanect antreten. Wahrscheinlich stehen wir ihm im Qualifizierungskampf gegenüber. Schaffen wir. Ist nur Metanight. Oh. Was soll das? Metanight gewinnt am laufenden Band? Ja, eure Hoheit. Genau wie Kirby. Er soll schon in der Goldliga sein. Der Kerl glaubt wohl, er kann in meinem Turnier machen, was er will. Aber wäre Metanight nicht dazu in der Lage, Kirby zu besiegen? Umso schlimmer! Das würde ja bedeuten, mein Duplikator ist nutzlos. Dann müssen wir wohl die beiden Kerle zu Staub zermalmen. Stellt das Ding mal auf Maximum. Ich brauche noch stärkere Kirbys. Jawohl, es ist sofort König Dedede. Oh, Peitschenblau-Kirby. Oh, das ist schon eine Bedrohung. Also ich hätte ja so meine Bedenken, allein gegen ihn zu kämpfen. Nein, nein. Aber zum Glück hast du ja mich an deiner Seite. Dann mal los, stellen wir uns die Liga kämpfen und Metanight. Ich habe keine Angst vor Metanight. Noch nicht. Okay, als nächstes kommt 3 Peitschen, 4 Gewürr. Ja. Ich habe ein bisschen Angst vor dem Erzspiel, aber gern. Wenn es hier um Peitschen geht, nehme ich auch Peitsche. Im Erzexpress, im Launenland. Pow! Da haben sie alle was geschnappt. Die schnappen mit ihrer Peitsche zu. Wie können die das so schnell machen? Hat man ein besseres R mit der Peitsche? Hallo, lass mich mal los. Also kann ich meine Peitsche... Weil die machen das irgendwie mega krass. Die sind da mega krass mit der Peitsche, deswegen wundere ich mich. Nein! Manu. Ja, okay. Ja, die sind da echt krass mit der Peitsche. Ich warte mal im Hintergrund ein bisschen.